Hallihallo und gute Nacht. Da sind wir wieder, wir zocken weiter. Also jetzt ist wieder besser geworden. Laptop war wohl ein bisschen überfordert. Jetzt läuft es wieder gut. Also wir haben letztes Mal hier den Roboter repariert. Der chillt jetzt hier. Self-diagnostics initiated. Please do not disturb. Okay, und tut sich selbst diagnostizieren. Wir können hier noch ein bisschen looten. Sehr gut. Bisschen Muni zusammenklauben. Ja, natürlich in das Kraftwerk. Unsere nächste Mission natürlich, dass wir ins Kraftwerk gehen müssen, um da. Da drüben ist noch eine Kiste. Um da den Strom umzuleiten, damit die Deserteure, die aus der Stadt geflohen sind, wieder in die Stadt kommen. Oh, nice. Halskette gefunden. Schauen wir mal, ob wir die anziehen können. Ja, unser Inventar. Na, wo ist sie denn? Halskette. Okay, eine hübsche Halskette für Leute, die auf Halsketten stehen. Okay, das ist Zeug zum Verkaufen. Möterfleisch. Ein Brocken tropfendes Fleisch eines Möters. Okay. Und Sprathaut, das ist alles Zeug, wo wir verticken können. So. Also gut, dann laufen wir zum nächsten Questmarker. Ich denke mal, wir werden hier bald schon ankommen beim Kraftwerk. So drüben sieht auch sehr cool aus, die Lava. Schauen, ob es hier dazwischen noch irgendwo was gibt. Da ist noch ein bisschen Loot. Ah, es gibt überall immer so ein paar kleine Lootboxen. Das ist cool. Bitmodule. Auch cool. Schauen hier noch rum, ob es da noch was gibt. Da war so ein kleiner Boy. Der chillt da. Hier braucht man zwei Draht zum Knacken. Alles klar. Mal hier drüben vorbei. Ich glaube, da kommen wir wieder in die Stadt rein. Fast aus wie Feinde. Hier gibt's nix. Hier haben wir noch ein bisschen Loot Stuff. Da liegt noch eine Spritze rum. Alles klar. Was haben wir hier noch? Sieht aus wie Kleber. Hier könnten wir eine Runde pennen, das brauchen wir nicht. Haben Leute gefunden. Erster Down. Level 3 ist da. Alles looten. Sturmgewehr, nice. Noch ein Sturmgewehr. Das sieht natürlich gut aus. Und eine Tripklinge. Sehr cool. Wir tun uns mal hier verstecken. Und zwar schauen wir mal hier. Parvati. Vielleicht kann die was anfangen damit. Ein Sturmgewehr. Nice. Doch, sieht gut aus. Alles klar. Hier schauen wir in unser Inventar. Können wir da was gebrauchen? Gut, ich würde jetzt, ich glaube, dem Sturmgewehr kann unser Charakter jetzt nicht so viel anfangen. Klamotten.
Hier noch Waffenteile und Überbrückungskontakte. Ludwigsgebühren. Zugangscode zum Kraftwerk. Kapitänausweis, alles klar. Also nichts mehr Besonderes am Start. Tun wir mal weiter voranschleichen. Oh, da sind viele Gegner jetzt. Oh, der hält ordentlich aus. Da haben wir einen Down. Stimmt, wir haben auch hier diese Bullet Time. Sollte man vielleicht vorher nachladen. Oh. Nice. Weggeknüppelt. Der ist auch down. Und nochmal inhalieren. Oh, da ist noch ein Gegner, ganz da oben. Den schnappen wir uns. Da hinten. Oh, das ist ein anderer, oder? Bams. Da haben wir ihn. Und nachladen, Digga. Hier noch eine Truhe am Start, alles mit einem Schockkanone, nice. Maschinengewehr. Bergbauausrüstung, okay. Hier drüben war, glaube ich, noch irgendwo einer. Ja, hier oben. Genau, ah, den haben wir schon, alles klar. Schauen wir mal rein, was haben wir noch? Wir haben jetzt schon ordentlich Waffen am Start. 134 Schockkanone. Ist aber eine schwere Waffe, da haben wir nicht so gut geskillt. Okay. Ah, okay. Wir können auch Zeug einfach zerlegen jetzt schon. Sehr gut. Okay. Das haben wir auch doppelt. Weil dann können wir nämlich nachher Sachen reparieren. Hier noch ein Sturmgewehr. Langwaffen. Doch, ich glaube, Langwaffen haben wir auch geskillt. Das heißt. Genau. Nehmen wir die mal. Da haben wir auch schon gut Muni. Schauen wir mal, was hier so geht. Da vorne sind noch ein paar Gegner. Okay, da können wir nicht rein. Wir schleichen uns mal an. Na, komm raus, Digga. Boah, geht gut ab, die Knarre auf jeden Fall. Sehr cool. Oh. Oh. Warum steht der einfach nur so rum? Hä? Warum kämpft die nicht?
Warum kämpft ihr denn nicht? Was ist das? Okay, ich glaube, ich habe irgendwas gedrückt, dass die nicht mehr kämpfen soll. Schauen wir mal, wenn wir noch looten. Die haben nichts mehr. Ah, genau, hier waren noch welche. Der hat nichts. Der hat. Sehr gut. Da haben wir auch noch einen abgeknallt. Ah, schon einige Gegner hier am Start. Sehr cool. Noch ein Sturmgewehr. Da können wir rein, wie es aussieht. Also schauen wir mal. Ja, geht. Können wir uns mal hier. Ah, eine Kasse. Sehr gut. Ja, alles Geld, was man hier finden kann. Super. Da noch ein paar Fischdosen. Auch nicht schlecht. Hier noch. Stuff. Ah, hey Bunny, bist du wieder da? Läuft's jetzt besser bei dir? Hier haben wir noch ein paar Dietriche, super gut. Können wir gleich hier die Truhe knacken. So ein Granatwerfer. Am Start. Was haben wir hier oben noch? Da haben wir noch eine Spritze. Da noch Munition. Noch ein paar Dosen. Also Loot ist da. Und was geht hier draußen noch? Noch mehr Munition, super gut. Na schade, da fehlen uns zwei Dietriche. Dann könnten wir das knacken. Da lag noch was. Hier drüben die Hütte, können wir da rein? Sieht nicht so aus. Ne, da geht nix. Ja, da. Verschlossen. Da auch verschlossen. Da auch verschlossen. Gut, gut. Haben wir hier noch? Können wir da rein? Doch, da können wir rein. Oh, Versammlungszentrum von Emerald. Emerald Wild. Schauen wir mal, was da zu holen gibt. OMG, wir schleichen uns an. Okay, keep him quiet. Wir haben Fertigkeitspunkte noch am Start. Dann schauen wir mal, vielleicht haben wir ja was. Genau hier Langwaffen würde ich skillen. Weil die ist richtig gut, die Knarre. Und vielleicht noch hier genau schleichen. Scheint gerade interessant zu werden. Schloss knacken.
Medizin, Wissenschaft, Technik. Hier Dialog, Optionen. Waren auch ganz gut gewesen. Alles klar. Anwenden, genau. Okay. So. Lassen wir ihn hier ausschalten. Schön wegknüppeln. Hat keiner gehört, wie er zersplättert wurde. Übel. Richtig übel. Was geht hier? Ein Möter. Möter, ein beinahe wissenschaftlicher Begriff für mutierte Köter. Gibt es ein ganz Emerald Whale in zwei unterschiedlichen Varianten? Okay. Und hier, was ist das? Demnächst. Manti-Königin, oh mein Gott. Na, ein bisschen kann man sie schon sehen. Sie haben übelst zerknüppelt. Was gibt's da? Kühlmittel. Verbrückungskontakt, sehr gut. Dann machen wir hier auf. Ein Klo. Gibt's ein bisschen Kohle. Sehr gut. Muni auch noch. Er hat nix. Können wir hier weiter schleichen? Oh, 42 Geld. Übelst. Ist hier noch jemand? Ich glaube nicht. Das können wir knacken. Und Zimmerschlüssel, sehr gut. Terminal benutzen. Nachrichten. Okay, ja gut, ist jetzt ein bisschen zu lang, alles vorzulesen. Was geht hier noch? Abgesägte Schrotflinte, okay. Taktischer Körperpanzer. Nochmal ein Brit-Medul. Oh, wir haben Begleiter. Boah, hier ist ja auch Haufen Zeug drin. Da noch ein Dietrich. Sehr, sehr gut. Hier gibt's nichts mehr. Da steht noch was. Noch eine Flasche Jackie. Okay. Also gut, das war's hier. Haben alles gelootet. Schauen wir mal. Können wir die zerlegen? Schockkanone, Maschinengewehr. Wächtersäbel haben wir schon. Sturmgewehr, Granatwerfer. Da die Knarre können wir auch weghauen. Schrotflinte auch weg. Und dann hier. Oh je, da haben wir auch Haufen. Ganze Bergbauuniform. Ja, alles klar. Alles klar. Und hier taktischer Körperpanzer. Sehr cool. Und. Entschlossenheit plus 5. Tarnungsfähigkeiten. Techfähigkeiten, okay. Ja, das ist gut. Wir können mal gucken. Können wir hier, genau den Helm, können wir Pavari geben.
Rüstung hat sie eine bessere, alles klar. Da Vorteile geht nichts mehr. Genau, wir können bei unserem Charakter noch gucken wegen Vorteile. Aber da haben wir nichts, alles klar. Dann geht's weiter hier. Boah, das ruckelt schon wieder so hart, das gibt's doch gar nicht. Ist ja richtig assi. Schau mal, ob ich vielleicht irgendwas finden kann, woran das liegt. Weil auf der Play sie läuft super flüssig, also daran kann es auf jeden Fall nicht liegen. Ja, es liegt halt einfach an OBS selber, dass es halt zu hart laggt. Vielleicht hier noch ein paar Sachen ausblenden, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Schau mal, vielleicht können wir hier noch was dran drehen. Also okay, jetzt läuft es wieder besser. Die Einstellung von der Elgato ein bisschen runtergestellt. Von der Übertragung. Gut. Also gut, dann können wir weitermachen. Dann gehen wir mal rauf hier. Vorsichtig raufschleichen, da steht nämlich jemand. Okay, der hockt da rum. Die suchen wohl alle was. Oh, der hat's gehört. Jetzt wollen wir die Pump wegmachen. Fuhuhuhu. Das war übel. Aber irgendwie müssen wir noch mal einstellen hier. Die kämpft ja überhaupt nicht. Wo kann man das denn einstellen? Ah, hier nicht. Hier aggressiv. Okay.
Gut. Naja, die chillt ja nur rum und hilft uns gar nicht. Was haben wir hier noch? Pepils. Also jetzt läuft es echt gut. Alles klar, ich habe es wohl hinbekommen, dass die Einstellung besser ist. Was haben wir hier noch? Maschinenbauhandbuch 1. Okay. Das ziehen wir uns gleich mal rein. Da liegt noch ein Arm. Da haben wir noch einen Apfelsaft. Und hier noch ein. Waffenteile. Okay. Super gut. Da noch Muni. Okay, schauen wir mal, was wir für ein Buch bekommen haben. Okay. Also kann man sich's halt angucken. Ja, genau, ich wusste doch, dass hier noch einer was hatte. Waren noch drei Gegner. Alles klar. Also hier geht's nicht mehr weiter. Oben ist eine Art Bühne. Und was gibt's da noch? Space aus Shaw. Und da noch Munition, sehr gut. Und hier auch noch Munition. Noch Kohle und Fixgriff. Waffenmodifikation erhalten. Okay. Zwar, na. Genau, hier haben wir Waffen. Okay, also hier können wir nichts. Oder ist das für hier die Waffen? Ne, die haben wir ausgerüstet. Schauen wir mal, wo haben wir die Modifikation? Da, Fixgriff. Nahkampfwaffenmod. Griff erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Okay, das heißt, wir müssen bei Nahkampfwaffen gucken. Jeder Stab war bisher am coolsten. Also gut, man kann es wahrscheinlich nur allerdings machen. An einer Werkbank. Dann würde ich mal sagen, wir gehen hier weiter. Gibt es auch noch Loot? Okay. Und hier ein antiker Säbel. Okay. Den brauchen wir natürlich. Ist ja klar. Oh, da sind die nächsten Gegners. Nice. Bams. Ins Gesicht geballert. Ja, die Pumpgun gefällt mir gut.
Hier schön alles looten. Vor allem die Triche sind übelst wichtig. Damit können wir halt Schlösser knacken. Gut, okay. Da liegt noch was. Ich sehe keinen Gegner. Was haben wir hier? Plain and poor water. What the fuck? Da haben wir hier einen Händler. Okay. Brauchen wir da irgendwas? Steht eigentlich unser Geld? 530 haben wir. Was ist das? Jagdausrüstung. Rüstungsmod. Verbessert deine Fernkampffähigkeiten. Das ist natürlich nicht schlecht. Das würde ich mal mitnehmen. Ansonsten brauchen wir da, glaube ich, gerade nichts. Da ist versperrt. Da waren wir vorhin drin. Abrückungskontakt noch am Start. Und noch ein Dietrich und noch mehr Muni. Okay, da haben wir Shortcut freigeschaltet. Und hier, den können wir aufschließen. Sehr gut. Erste Hilfezimmer. Ambidextrin, okay. Experimentelles Androschilin, alles klar. Habe ich schon immer danach gesucht. Was haben wir hier noch? Betäubungsschlagstock. Oh, nice. Dervish Mist. Hier noch ein paar Pillen. Alles klar, rein mit dem Zeug. Immer rein in den Hals mit dem Zeug. Skin Turf Salbe. Feuerzeug ist da. Super gut. Ich glaube, das war es hier gewesen. Oder noch vielleicht noch ein paar Schubladen. Da vielleicht noch was versteckt. Doch, hier gibt es noch ein bisschen so Klebstoff oder sowas. Das Terminal ist kaputt. Okay. Da gibt es auch noch was. Adrenalin spritzen. Und hier noch Kohle am Start und da noch Nudeln. Noch ein paar Fischfilets. Was liegt hier noch? Noch ein bisschen Brot und noch ein paar Thunfischscheiben. Alles klar, was los hier? Also sind wir durch, glaube ich. Ich glaube, da haben wir alles gehabt. Ich habe da jetzt keinen anderen Raum mehr gesehen. Wer ist noch am Start? So spät ist nachts. Und Vanni, jetzt läuft es bei dir gut? Hast du es hinbekommen? Anticleos, das ist auch eine der Industriefraktionen, denen wir uns, glaube ich, anschließen können. Okay, hier geht gar nichts. Alles nur Schrott. Da liegt ein bisschen was rum. Jetzt hinter, also es wäre der Hintereingang gewesen. Wir sind natürlich straightforward durch den Vordereingang gegangen, ist ja klar. Ohrringe, okay. Dann würde ich sagen, wir packen mal hier wieder den Boy aus, den Dicken. Und dann geht's hoch hier, da werden wahrscheinlich auch wieder einige Feinde auf uns warten. Sind wir auch schon fast da.
140 Meter bis zum Kraftwerk. Ah, das freut mich, wenn es jetzt gut bei dir läuft, Baby. Okay, hier können wir uns reinschleichen. Also hier hat schon offensichtlich jemand aufgeräumt. Da war eine Rüstung dabei. Da haben wir noch einen Dietrich. Hier scheint niemand zu Hause zu sein. Also freies Loot für freie Bürger. Noch ein paar Nudeln rein. Weiß gar nicht, ob wir so viel Essenskram überhaupt brauchen, aber vielleicht können wir damit ja später auch was machen. Ansonsten können wir es auch einfach verticken, bestimmt. Uns davon mehr Muni gönnen. Oder Waffen. Ich glaube, das da sieht doch so aus, als ob es irgendwas ist, aber leider nicht. Noch Kühlschrank ist leer geräumt, alles klar. Weiter geht's. Da drüben geht's noch rein. Es geht hier Überbrückungskabel, sehr gut. Da noch Muni gegönnt. Da ist doch noch was, oder? Ne. Da könnten wir jetzt eine Runde pennen. Aber keine Zeit. Wir müssen das Kraftwerk manipulieren. Ja. Noch Klo am Start. Da ist nichts mehr. Alles klar. Was geht noch? So, geht's mal hier noch weiter. Laterne, Digga. Aber wie viele Monde hat diese Planet, Digga? Das ist ja übel. Oh, da sind die botanischen Labore, da müssen wir. Okay. Gibt's noch schön frisches Mülltorfleisch? Wir quatschen mal mit ihr hier. Grace Romera. Ja, moin. Move along. Was ist dein verdammtes Problem? Ich suche nach Adelaide. Ich brauche Antworten. Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Ich suche nach dem Kraftwerk. Weißt du was? Reed hat etwas von ehemaligen Arbeiten erzählt, die es hier draußen in der Ar Wildnis hausen. Yeah, that's us. Also, wir haben die Deserteure gefunden. Sehr gut. Okay. Wo finde ich Adelaide? Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Okay. Kenne ich, geht mir genauso. Ich versuche irgendwie mein Schiff zu reparieren. Ärger mit Plünderern. You don't know what enough with the questions means? No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Zoe went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Danke, Manny. Wondering if Marauders got to her. Okay, ja, ich halte die Augen offen. Du könntest dich ja auch auf der Suche machen. Sag mir nicht, dass du Ärger, Angst vor ein paar Plündern hast. Okay, wir halten die Augen offen. It's not like Zoe to go wandering.
Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. Durchsuche Zoes Zuhause nach Hinweisen. Okay, jetzt machen wir doch. Was ansonsten nehmen wir auch noch alles mit, was wir sonst noch so gebrauchen können. Aber wir schauen mal nach, Digga. Es sei denn, die Plünderer haben sie erwischt. Dann könnten Teile von ihr überall sein. Mach dir keine Sorgen, die finden wir schon. Klar, Mann. Ich habe Fragen über Zoe. Irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Du hast in ihrem Zimmer rumgeschnüffelt? Was soll das, Digga? She was always obsessing over serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. Vielleicht haben die Plünderer sie entführt, Digga. Dangers are plenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Oops. No useful skills far as I can tell. Wie gut kennst du sie eigentlich? Well enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Du wirkst so sympathisch. Schwer vorstellbar, dass ihr nicht miteinander ausgekommen seid. She was lazy and thoughtless, but she's still one of our own. Lass mal Thema wechseln. What is it? Tschüss. Alles klar, also wir haben die Base von den Deserteuren gefunden und haben jetzt auch freien Zugang bekommen und wir müssen Zoes Haus durchsuchen nach Hinweisen, wo sie verblieben sein könnte. Dann machen wir das doch. Was haben wir hier? Alles klar, was geht? Deserteur, alles klar. Ich denke mal, hier dürfen wir wahrscheinlich nichts looten. Ja, hier ist alles mit Diebstahl geflaggt. Also hier geht nichts. So, wir stecken mal die Waffe weg. Ist ja nicht hier strange und rennen hier mit gezogener Waffe durch ein friedliches Dorf. Da kommen wir nicht rein. Es geht bei dir, du hast nichts zu sagen. Es geht hier drinne. Da könnten wir knacken. Das ist, glaube ich, aber verboten. Außerdem dürfen wir eh nichts looten, deswegen würden wir dabei nur unsere Dietriche verschwenden. Was haben wir hier? Was geht bei dir? Adelaide haben wir gestohlen. Adelaide McDevin. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Du musst Adelaide sein. Ja, gut. Alles klar. I have been called that, among other things. Green Thumb, Grandmother. The strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed hat mich geschickt, um Frieden mit dir zu schließen. Ist das dein Gewächshaus? Ja, machen wir einfach mal das. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace then? Ihr lebt von der Energie, die der Stadt gehört. Kommt zurück zur Konservenfabrik, das ist auch schon alles. Reed bittet dich, noch einmal darüber nachzudenken, in die Stadt zurückzukehren. Er ist willens, Wiedergutmachung zu leisten. Irgendetwas mit entweder ihr kommt in die Stadt zurück oder ihr verliert eure Energie. Ich habe nicht so richtig zugehört. Ja, ich glaube, das klingt sehr diplomatisch. Make
thing Reed knows how to make is a mess. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. Okay. Reed hat mich gebeten. Vom Kraftwerk umzuleiten. You would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Euer Lager hat einen Energieregulator. Den brauche ich, um ein Schiff zu reparieren. Ja, wir sind ehrlich. Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the Cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious Cannery. Also, wir müssen uns entscheiden, wie wir jetzt schon offensichtlich sehen, ob wir nun den Strom zu denen umleiten oder zur Konservenfabrik. Damit können wir schon wahrscheinlich unsere erste Entscheidung treffen, wie das Spiel weiter verläuft oder beziehungsweise welcher von beiden Fraktionen wir uns wohlgesonnen gegenüberstellen. Ich habe nicht vor, mich in eure Probleme verwickeln zu lassen. Ich will mein Schiff reparieren, in deinen Augen vielleicht. Ich überleg's mir. Also wir gehen mal den Mittelweg. Ich meine, gut, im Endeffekt gibt es vielleicht auch noch einen dritten Weg. Einfach alle abknallen. Und einfach den Stromregulator so für sich selbst behalten. Das wäre wahrscheinlich auch noch eine Option. So, dann müssen wir mal Zoes Hütte finden. Da drüben 200 Meter. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Und wir müssen Stefan finden, glaube ich. Wie heißt der? Hat keinen Namen. Hat auch keinen Namen. Genau, Werkbank brauchen wir unbedingt. Wir schauen mal hier rein. Da geht nix. Da könnten wir was looten, aber das ist bestimmt auch wieder Diebstahl. Oh, hier kommen wir raus aus der Stadt. Und hier, Werkbank ist da. Modifikationen anbringen, genau. So, erstmal tun wir hier alles verlegen, was wir nicht mehr brauchen. Hier, zerlegen. Sehr gut. Betäubungsstock, okay, den könnten wir uns nochmal anschauen. Sturmgewehr haben wir schon. Wir haben hier noch Granatwerfer. Okay, leichtes Maschinengewehr, Schockkanone, Trippklinge, alles klar. Ich glaube, hier die Trippklinge machen wir auch noch weg. Dann hier der Betäubungsstock sieht schon super gut aus. So, dann tun wir mal unser Zeug reparieren. Alles klar, Pumpgun reparieren. Und das Messer tun wir reparieren. Tüfteln weiß ich noch nicht, was man da machen kann, aber hier modifizieren können wir. Da würde ich den Betäubungsstock noch zusätzlich modifizieren. Sehr gut. Da macht er nämlich sehr viel mehr Schaden. Alles klar. Und hier Rüstung können wir auch noch modifizieren. Die haben wir, glaube ich, angelegt, ja. Da, Jagdausrüstung.
Ja, schade, das sieht man glaube ich nicht. Aber egal, auf jeden Fall besser geworden. Ja, schade, hätten wir wahrscheinlich auch die modifizieren können, weil die ist nämlich viel besser. Die werden wir nämlich jetzt auch gleich anziehen. Ne, aber Jagdausrüstung hätte bei dem glaube ich nicht funktioniert. Dann ziehen wir die vielleicht der anderen an. Unsere Begleiterin. Genau. Also erstmal machen wir den weg und den rein. Sehr gut. Hier ist alles okay. Und dann machen wir hier bei ihr. Die hat nämlich 7 Rüstungen. Und Tech-Fähigkeiten und hat ziemlich 9. Sehr gut. Passt auch zu ihr. Sieht gut aus. Sehr gut. Dann haben wir das auch gemacht. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu Zoes Haus. Oder ist es Zoes Haus? Zeig mal hier die Karte. Doch, ich denke schon. Versammlungszentrum. Ich glaube nicht. Es muss bestimmt hier sein. Wir müssen vielleicht die Quest noch aktivieren. Genau, hier nach der vermissten Zoe zu suchen. Genau, da haben wir es doch. Zoes Haus und das andere ist wahrscheinlich der Stefan. Genau, Stefan Garcia oder so. Mit dem schwätzen wir jetzt mal. Ja, moin. You hungry? We got canned ribs, canned flank, canned snout too. Something I can help you with? Ich hab gehört, deine Leute sind verschwunden. You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Was ist am Tag von Zoes Verschwinden passiert? Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Okay. Erzähl mir von Zoe. Zoe was always obsessed with this serial. Masked marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. Hat sie sich vor ihrem Verschwinden seltsam benommen? Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling. Sehr gut. Moment, da war doch noch was. Hey, I got time. Ach nee, da gab's glaube ich noch eine Option. Genau, was für eine Überraschung sollte das sein für Zoe? The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise okay. Zoe with it, but she was gone the next day. Genau, handeln können wir noch. Hey, I got time. Was verkaufst du? Fresh off the limb, and that includes canid meat. Deine Händlerfertigkeit entspricht deiner höchsten Dialogfähigkeit und wird verwendet, um im Kauf und Verkauf die Preise vom Händler festzulegen. Sehr gut. So, wir gucken erstmal hier verkaufen. Und dann können wir erstmal unseren ganzen Schrott verkaufen. So. Ah, dann können wir auch hier reparieren. Das machen wir mal. Zack, zack. Können
mal hier das noch verkaufen. Tschüss und tschüss. Und dann schauen wir mal, was er im Angebot hat. Was ist das? Also eine Knarre. Okay. Ah, das brauchen wir nicht unbedingt. Das brauchen wir nicht unbedingt. Genau, hier Mods sind immer gut. Schlägerausrüstung. Mac 2 Zap. Das hat Nah- und Verteidigungsfertigkeiten. Das ist gut. Das nehmen wir mit. Zu wenig Geld oder was? Damn. Möterfleisch. Alles klar. Sind wir durch, Digga. Schauen wir noch hier rein. Was geht hier? Offensichtlich nichts. Dann würde ich sagen, tun wir Zoes Haus durchsuchen. Na, Digga, komm raus. Ja, was ist eine Etage weiter unten? Was ist das? Kann man das nehmen? Doch, das kann man nehmen. Zoes Tagebuch, Seite 12. Tja, nun ist es soweit. Kein Edgewater mehr für mich. Keine Konservenfabrik mehr. Keine Overalls-Handschuhe. Kein Ja, Madame. Und darf es auch noch etwas sein? Keine Ahnung, warum ich das für die Nachwelt niederschreibe. Ich habe die Konservenfabrik gehasst. Und ich glaube nicht, dass ich jedes Tagebuch zur Hand nehmen werden muss. Dass ich je das Tagebuch zur Hand nehmen werden muss, um mich daran zu erinnern. Oh wow, damals, da hatte ich... Aber das Whale gehasst. Was? Okay. Also sie war nicht so ein Fan von der Konservenfabrik. Tja Leute, es ist soweit. Heute ist der Tag, an dem du dein Schicksal in deine eigenen Hände nimmst. Ich habe Grace zugehört, wie sie sich über die Plünderer als Bedrohung sprach. Banden von wilden, freigeistigen Banditen, die in Lagern draußen in Hügeln leben und sich an Feuertonnen wärmen. Wahrscheinlich haben sie die Köpfe ihrer Feinde auf Stangen gespießt als Warnung für Leute wie mich und erlebe sie bequem und leicht, frei von allen Regeln. Wenn sie organisiert wären, könnten sie bestimmt die ganze Region übernehmen. Ich habe ein wenig von Adelaides Essen eingeheimst und einige Dosen Saltuna habe ich auch noch. Wenn ich damit vernünftig umgehe, reicht es ein paar Wochen. Und etwas an Trainer-Time habe ich auch noch. Jeder mag an Trainer-Time, selbst Plünderer, nicht wahr? Ich wette, wenn ich Ihnen ein paar Spritzen von Andrena-Time verspreche, lassen mich die Plünderer bei Ihnen mitmachen. Das wird großartig. Pass auf, Terra 2, die Geschichte der Banditenkönigin Zoe hat gerade erst begonnen. Eine ganze Gang Plünderer wird jeden meiner Wünsche ausführen und vielleicht komme ich sogar an etwas Resource. Okay, aha. Also, die wurde nicht entführt. Die hat sie selbst entführt. Die wollte Banditenkönigin werden, ist doch klar. Okay, sind wir hier durch. Reden wir nochmal mit ihm hier, ob der was darüber weiß. Also, der weiß nichts. War da was looten? Nein. Dann schauen wir nochmal auf die Karte. Also gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier rüber. Oh, ein Huhn. Das sieht aber echt gut aus, das Huhn. Okay. Was gibt's hier noch? Ist das Loot? Ah, ist alles Loot. Ich dachte, da wäre vielleicht noch eine Werkbank. Wir schauen mal in unser Tagebuch, ob wir vielleicht sonst noch eine Quest haben hier in der Nähe. Da ist nichts mehr. Volle Energie. Was ist da drüben?
Begleiterauftrag. Das bebilderte bebilderte Handbuch. Genau, das müssen wir holen. Das ist da drüben. Okay. Aufgabe bis ins Grab. Haben wir da noch was? Nee. Das ist auch da drüben überall. Alles klar. Fremd im fremden Land. Da müssen wir auch dahin. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen zuerst mal das mit der Banditenkönigin. Ich glaube, das liegt am nächsten. Los geht's. Hier haben wir schon alles gelootet. Machen wir mal ein bisschen Rennen hier. Ah ja, da sind wir ja gleich da, die paar hundert Meter. Nice. Mal gleich mal unseren neuen Betäubungsstab ausprobieren. Nice one, sagt die. Oh, der ist gut gepanzert. Oh, da war ein guter Header dabei. Nice. Okay, die steht wieder auf nach dem Kampf. Sehr gut. Das wäre auch ganz schön mies gewesen, wenn die jetzt liegen bleiben würde. Und hier wieder Loot ist da. Das tun wir knacken. Rucksack und Tech-Ausrüstung haben wir gekriegt. Der liegt hier noch rum. Nice, einige Leute hier am Start. Ja, noch schön ein paar Möter, ein bisschen Möterfleisch. Geht immer gut. Der hat auch noch was dabei. Und fett Muni auf jeden Fall, das liebe ich. Also, ich hasse Spiele, wo man zu wenig Muni hat. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn ich schon dicke Waffen habe, dann will ich die auch benutzen dürfen. Nicht immer nur überall nach Munition farmen müssen. Nice, der Stock geht ab. Nice. Damn. Oh, also man ist wirklich tot dann, das ist krass. Automatischer Speicherstand, oh. Ich glaube, wir müssen wohl öfters auch speichern. Das war mir bisher gar nicht bewusst. Man geht ja nicht davon aus, dass man mal stirbt. Na, come on. Oh, damn, jetzt sind wir wieder hier in der Stadt. Das ist ja mies. Also, wir müssen wohl öfters speichern. Kann man hier einfach so speichern? Ja, siehst du, es gibt gar keinen schnellen Speichermodus. Das ist ja doof. Das heißt hier. Probieren es nochmal. Lass hier die Boys weg. Schauen wir mal, wo ist der Anführer. Den würde ich als erstes mal ballern.
Weil der macht den meisten Schaden. Sehr gut. Die haben wir, die Jungs. Schön alles einsammeln. Schön die Muni mitnehmen. Auch alles. Finde ich cool, ich mag das immer, wenn man so durch Sachen wie Schloss knacken und so, dass man da auch levelt. Es lohnt sich dann immer, solche Sachen auch mitzuskillen und alles zu durchsuchen. Selbst wenn da nichts Nützliches drin sein sollte, hat man trotzdem Erfahrungspunkte gekriegt. So, jetzt würde ich sagen, wir tun hier mal speichern. Genau. Ja. Damit, wenn ich gleich wieder so schnell, wenn ich es wieder so weit laufen müssen. Die gehen auf jeden Fall gut runter, die Boys. Oh, das ist unsere. Ja, das war's schon. Also, aus der Distanz gar nicht mal so gut, die Jungs. Fast alle auf Nahkampf ausgelegt. So. Verlassenes Industriegebiet entdeckt, sehr gut. Aber so ganz so verlassen war es gar nicht mehr. Das haben wir jetzt erstmal verlassen gemacht. Ah, hier Roboter. Sehr gut. Roboter Firefly. Oh. Damn. Das sind überall Minen. Da können wir noch rein, aber hier können wir noch looten. Oh, da ist schon die Zoe. Schon am Start. Noch jemand da? Niemand mehr. Plünderer Hooligan, okay. Aber hier können wir rein. Da können wir noch was mitnehmen. Sehr gut. Rüstungsteile. Knacken. Der hat auch noch Rüstungsteile am Start. Super gut. Und da war sogar ein Energieregulator, oder? Müssen wir eigentlich gar nicht mehr in das Kraftwerk. Beziehungsweise können wir vielleicht sogar alle mit Strom versorgen. Das wäre natürlich cool. Also das wäre sowieso ein Ding, wo ich gern machen würde. Versuchen, alle Parteien zufriedenzustellen. Um halt zu gucken, ob das, inwieweit das überhaupt möglich ist. Ah, übel. So, hier die Kasse räumen auch aus. Ist doch klar. Das sind eh Banditen, die haben das eh alles geklaut, also können wir es denen auch einfach wieder zurückklauen.
Zack. Loot läuft. Ist nichts mehr. In der Ecke. Doch, da gibt's noch was. Da. Food Spray. Und da war da noch was, oder? Ne. Ist klar. Hier gibt's nichts mehr. Also rauf hier. Dann geht's weiter. Ist auch noch so eine kleine Lootbox. Ist auch noch ein bisschen Kohle drin. Hier. Oh, wie hieß das nochmal? Das Spiel. Boah, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ich komme nicht drauf. Vielleicht wisst ihr ja, wie es heißt. Das habe ich als Kind auch oft gespielt. Ich habe mit meiner Oma gespielt. Da musste man immer seine ganzen Männchen von einer Seite auf die andere bringen. Wir müssen hier schnell durchrennen. Hier ist alles voller Minen. Ah, da ist sie doch. Was ist los bei dir? Hä? Können wir nicht mit dir reden? Müssen wir die abknallen, oder was? Doch, jetzt geht's. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Bist du Zoe? Deine Leute suchen nach dir. Du klingst verwirrt, vielleicht ist auch eher eine Schraube locker. What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be... Ja, ich würde sagen, die nehmen wir mit, wenn es geht. Ich sollte nach dir suchen. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Überzeugen, du solltest zurückgehen. Die Leute machen sich Sorgen. Eine Sache und wir fragen erstmal nach. I'm great at clarifying. Bist du hier gefangen halten? Ja gut, aber das ist uns ja schon klar. Wir haben das doch. Das haben wir doch schon. Ich wollte eigentlich noch was anderes. I've got all the time in Halcyon. Ja. Du solltest zurückgehen, die Leute machen sich Sorgen. I doubt that. Nobody in that camp really cared about me. Was ist mit Stefan? Ihr wart doch Freunde. Stefan wollte dich mit einer neuen Folge... Das sagen wir natürlich nicht, wir sind nicht doof. Yeah, I suppose you're right. Also, he could carry on a... Kann sie ja immer noch damit überraschen. Unlike these hooligans. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me. So I've got that to look forward to. Okay, pass auf dich auf. Nice, Level up und Vorteilspunkt sogar. Sagen wir mal nur ein bisschen Fernkampf, das ist wichtig. Und hier Verteidigung können wir auch mal ein bisschen pushen. Und hier noch Dialogfähigkeiten. Und Schloss knacken. Jo. Na. Oh, dein Ernst, oder was? Anwenden. So. Und hier noch ein Vorteilspunkt. Taktische Dings. Begleitertötung. Minus 20% Händlerpreise. Nehmen wir mal das hier. Ist gut, dann kriegen wir nämlich mehr Erfahrungspunkte. Sehr gut. Hier Ruf, was geht bei Ruf? Da haben wir noch nichts, alles klar. Ja, sie geht wieder heim.
Wir checken mal noch hier, was hier noch gibt im letzten Haus. Ist noch was zum Looten. Da. Da ist noch ein Roboter. Sehr gut. Hier können wir knacken. Wir machen einen Geheimraum hier. Es geht da. Da gibt es noch ein bisschen Zeug. Energiezelle, okay, das könnte interessant sein. Und hier ist noch eine fette Kiste. Alles klar. Hier geht's wahrscheinlich raus. Okay, oh, da ist noch eine Mine. Schauen wir noch ganz hinten, da scheint auch noch ein Haus zu sein. Mal schauen, ob man das betreten kann. Hier liegt noch einer rum, der ist kaputt. Da ist noch jemand, sehr gut. Autsch. Da gibt's noch was zum Looten. Sehr gut. Oh. Damn, warum sind hinterm Haus so viele Dinger? Da drüben ist noch eine kleine Kiste. Ja, schau mal auf die Karte. Aber ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alles. Ich glaube, das waren eigentlich alle Gebäude. Drüben ist noch so ein großes Gebäude, aber ich glaube, da waren wir schon drin. Ne, da kann man nicht rein. Ne, da waren wir drin. Schauen wir noch hier vorne. Da haben wir bestimmt noch ein paar Leute erledigt. Hier ihn zum Beispiel. Sehr gut. Hier ist auch noch einer. Der hat nichts gehabt. Und ich glaube, wir können mal die Schnellreise ausprobieren. Ja. Schnellreise. Jo. Sehr gut. Läuft. So, geben wir noch die Quest ab, da ist es. Guten Tag. What is it? Ich habe Zoe überzeugt, zurückzukommen. We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened anyway? Irgendwelche Träume von einer Banditenkarriere. Ich möchte gern ungern weiter ins Kartell gehen. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Sehr gut. Nix mehr. Alles klar. Dann schauen wir mal Tagebuch. Was geht's noch? Also, das haben wir gelöst, die Aufgabe. Genau. Dann schauen wir noch mal hier in unser Inventar, was wir da noch am Start haben. Mal hier noch Zeug zerlegen, was wir nicht brauchen. Das haben wir auch doppelt. Das brauchen wir auch nicht. Sturmgewehr haben wir auch schon. Abgesägte Schrotflinte, warte mal. Die hat 173, 100, also die sind identisch, die Waffen, alles klar.
Nicht wie bei Borderlands, wo jede Waffe einzelartig ist. Sturmgewehr. Oh, der sieht aber gut aus. Stoßpistole. Kann die das tragen? Nee, auch nicht. Ich glaube. Oder macht ist es nur weil das roten macht es roten Schaden. 116, 215. Eigentlich brauchen wir eh nur eine Nahkampfwaffe. Da haben wir diesen Betäubungsstock ausrüsten. Okay. Ist hier noch weg. Alles klar, da haben wir noch eins. Da. Gut, schauen wir hier noch Rüstung. Da haben wir noch einen neuen Helm bekommen. Rüstung 9. Schlossknacken plus 5. Alles klar, das muss natürlich sein. Das brauchen wir. Okay. Oh, die sieht aber auch gut aus. Hacken plus 7, weil das hier macht Tarnungsfähigkeit. Heben wir uns mal auf. Gut. Dann haben wir das auch geschafft. Deserteure ist jetzt annehmbar. Du hast Stoßpistole erhalten. Okay. Heißt, Deserteure ist jetzt annehmbar. Ich glaube, wir haben eine neue Questreihe freigeschaltet. Aha, hier. Okay. Denke ich mal. Schrottplatz. Genau, hier, das ist die Stadt, wo wir schon waren. Und jetzt müssen wir hierher. Ja, wir hätten eigentlich auch erst noch hier das Dings holen können, das Buch. Das habe ich irgendwie verpeilt. Dann hätten wir erst hier runterlaufen können, das Buch holen und uns dann wegteleportieren. Aber wir können auch hierher uns teleportieren und dann weiterlaufen. Ja, würde ich sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich fand es wieder richtig cool. Hat richtig Bock gemacht, das Game. Hat halt echt so viel zu entdecken und so viel zum Looten und so viel Leute, mit denen man quatschen kann und so. Macht echt Bock. Und halt auch vieles, was optional ist. Also man muss nicht unbedingt mit den ganzen Leuten quatschen. Man kann auch einfach durchs Spiel ein bisschen straighter durchgehen. Aber ich mag das ganz gerne, so ein bisschen mit den Leuten labern. Da erfährt man immer so ein paar Hintergrundinformationen. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir bleiben mal hier stehen, habe ich nämlich gesehen. Wir können mal in die Einstellungen gucken, ob es da auch eine Funktion für gibt. Controller Layout. Oh, es gibt sogar einen aufgeladenen Angriff, sehr gut. Dann würde ich sagen, wir tun schon mal speichern. Bleiben hier noch kurz stehen, weil dann können wir die nämlich von außen sehen. Unsere beiden Damen. Genau, ich würde noch schauen. Ich glaube, die Rüstung könnte für die andere ganz gut sein. Außerdem hier, die kann bestimmt auch noch eine bessere Waffe tragen. Sturmgewehr. Schockkanone. Maschinengewehr. Ja, ich gebe dir mal das Maschinengewehr, das ist noch besser. Und hier, ah genau, die hat schon neun Rüstungen.
Und das macht ihr Tech-Fähigkeiten, also das ist gut, alles klar. Dann warten wir mal kurz, dann sehen wir die nämlich von außen. Habe ich nämlich gesehen, wenn man eine Weile wartet, dann kann man sich die Charaktere von außen angucken. Das ist cool. Das würde ich schon mal sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine gute Nacht. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei bei den Midnight Streams. Ich werde es auf jeden Fall die Woche auch noch ein bisschen zocken, das Game. Und ich werde es auch noch Let's Playen auf meinem anderen YouTube-Channel bei Call Me Andy. Habe ich auf jeden Fall, will ich es synchronisieren. Vielleicht auch mit Vanni zusammen, wenn es funktioniert. Das wäre natürlich richtig cool. Sie die weibliche und nicht die männliche Stimme übernimmt. Dann tun wir das ein bisschen synchronisieren, weil das Spiel hat keine deutsche Sprachausgabe und ich finde es voll schade. Weil es halt echt ein super gutes, sehr umfangreiches Game ist. Ich meine, gut, wenn wir es dann synchronisieren, werden wir wahrscheinlich ziemlich straight durch die Story halt gehen, weil ich werde jetzt auch nicht jedes einzelne Nebenquest da synchronisieren. Aber auf jeden Fall, dann könnt ihr euch das Game auf jeden Fall mal der Hauptstory-Verlauf könnt ihr euch dann anschauen. Und zwar mit deutscher Sprachausgabe. Das ist doch schon mal auf jeden Fall cool. Und bis dahin würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wenn ich morgen früh fit bin, dann mache ich vielleicht noch einen Speedrun. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall Montag wieder in den Weekly Streams. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Peace out.